Hallo Tischtennishelden, mein Name ist Yannick Borsche, ich bin Tischtennistrainer aus Bonn und in diesem Video geht es darum, sollte man falsche Aufschläge monieren oder soll man versuchen weiterzuspielen? Tischtennishelden, conquer the table. Wie komme ich erstmal überhaupt auf das Thema? Ich habe eine Spielanalyse von mir selber hochgeladen. Und da hatte ich bei einem auch Probleme, Aufschläge anzunehmen, habe da viele Fehler fabriziert. Und da schrieb einer in den Kommentaren, ja, das wären ja auch nicht so wirklich regelkonforme Aufschläge, die wären eher aus der Hand geworfen und ein bisschen verdeckt. Mag vielleicht richtig sein, ehrlich gesagt, wenn ich selber spiele, beschäftige ich mich da überhaupt nicht mit, ob der Gegner richtige Aufschläge macht. Das ist erstmal so mein Statement, weil ich es als Herausforderung ansehe. Also wenn ich wirklich an der Platte stehe, ist es mir ehrlich gesagt scheißegal, was der Gegner da gegenüber macht. Ich will diese Aufschläge bekommen. Natürlich bin ich auch Trainer und wenn ich meine Spieler betreue und sehe, dass da falsche Aufschläge gemacht werden, dann sage ich das zumindest mal meinem Spieler in der Satzpause, dass er ruhig was sagen kann. Ansonsten kann ich auch als Trainer mal da eingreifen und sagen oder den Schiri darauf hinweisen, dass es falsche Aufschläge sind. Da schaue ich natürlich mehr darauf aus der Trainersperspektive, dass Aufschläge richtig ausgeführt werden. Natürlich bin ich auch ein großer Verfechter davon, dass meine eigenen Schüler oder Spieler, die ich betreue, regelkonforme Aufschläge machen, das heißt hoch genug werfen, ob jetzt schräg oder gerade ist jetzt nochmal zweitrangig. Wichtig ist nicht verdecken, aber wirklich hochwerfen und nicht verdecken sehe ich als sehr wichtig an. Dieses gerade Werfen, das ist jetzt nochmal so ein Grenzbereich. Natürlich achte ich darauf. Ich kann euch nur als Tipp geben oder ja als persönliche Einstellung, wenn ihr als Spieler seid, dann versucht doch die Aufschläge trotzdem mal zu bekommen. Ihr müsst euch vorstellen, natürlich kann derjenige die verdecken oder kann den Ball aus der Hand werfen. Aber ganz ehrlich, wenn man einen Aufschlag aus der Hand macht, so viel Variation, die ihr nicht sehen könnt oder so viel Schnitt erzeugen könnt, die ihr einfach nicht sehen könnt, kann gar nicht passieren. Und bevor ihr euch da immer mit Gegnern auf eine heiße Diskussion einlasst und einfach auch für schlechte Stimmung sorgt, weil es ist, sobald man etwas sagt, das habe ich auch festgestellt, dann ist einfach eine gereizte Stimmung im Spiel. Und um dem auch einfach aus dem Weg zu gehen und um diesem Tischtennis mal den obersten Stellenwert zu geben, sehe ich es als Herausforderung an, diese Aufschläge trotzdem zu bekommen, weil ich suche nicht den Fehler dann daran, ja, der hat den vielleicht verdeckt ein bisschen oder hat den nicht hochgeworfen, die 15 oder 16 Zentimeter, die es sein müssen. Da suche ich lieber den Fehler bei mir selber, dass ich den Aufschlag nicht richtig gelesen habe, weil ich nicht vielleicht richtig hingeschaut habe. Sondern dann versuche ich wirklich, den Aufschlag trotzdem zu bekommen. Also, es ist wirklich nur ein Hinweis von mir. Ich kann es absolut verstehen, wenn ihr darauf achtet, dass richtige Aufschläge gemacht werden und dass ihr auch dafür einsteht, dass die Regeln eingehalten werden, denn dafür sind sie ja da. Das finde ich auch absolut okay. Ich kann euch nur mal eine andere Sichtweise präsentieren mit dieser Herausforderung, die man annehmen kann im Leben. Natürlich kann man sich alles recht erklagen, aber manchmal geht es halt nicht immer oder manchmal ist es auch nicht umsetzbar, weil in den meisten Ligen ist eh kein Oberschiedsrichter, sondern da zählen die in den Mannschaften selber. Probiert es vielleicht einfach mal aus, ist nur ein Hinweis von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr mit falschen Aufschlägen umgeht, wenn die Gegner die machen. Ob ihr das eher locker seht oder ob ihr da schon sagt, na, der Aufschlag war falsch. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, lest es mir durch. Bis zum nächsten Mal, haut sie weg, ciao.